die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich habe ihm oft welche gebracht. Blumen? Mehr hast du nicht zu bieten? Hat geklappt. Psst, versteckt euch. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach wirklich? Du zuerst. Ich frage mich einfach nur, was die wollen. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Die kommen einfach hierher, bringen irgendwelche. Und die kriegt er nicht mit? Ja, moin. Kriegt er einfach nicht mit, der Junge. Sag mal. So, komm schnell. Ja, alles klar. Ich helfe dir hoch. In Ordnung. Komm hier hoch. Los, Junge. Beim Runterklettern. Ja. Ganz ruhig. Komm her. Wie lange kann das dauern? Sag uns, was du weißt. Vorsicht! Sie sehen uns! Wir müssen hier weg, wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Echt mal. Nein, Amicia, deine Schleuder wird uns verraten. Du hast recht. Was war das für ein Geräusch? Ja, nischt. Alles gut. Geh mal gucken. Da ist ein Wildschwein im Helm drin. Geh mal gucken, Junge. So. Au, mein Kopf. Schnauze. Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Nee, was hat er denn? Atmen. Eins Seine aus. Krankheit eins ist da. Ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Ah, okay, jetzt muss ich dagegen werfen, alles klar. Prinzip verstanden. Nicht. Ich sollte mich beruhigen. Gehen wir. Ich sehe nach. Komm lebend wieder, wir brauchen dich hier. Ach, die haben sogar Pfarrer dabei. Ey, da ist doch irgendwas vorne. Oder die wollen den Jungen töten, weil er halt die Krankheit noch hat, ne? Nur welche. Wir kommen nicht weiter, Mutter. Wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Okay, ah, okay. Ah. Ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Irgendwo versteckt ihr immer ein paar Münzen. Das Geräusch. Das sehe ich mir besser an. Los jetzt. Ja. Los jetzt. Los. Oh nein, nein, nein. Doch. Halt meine Hand gut fest. Na, halt meine Hand fest und dann passiert dir nichts. Das ist nämlich eine göttliche Hand. Von der anderen Seite. Na schön, Mama. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Los, ja, lass ihn durchkriechen. Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du das durchkriechst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Kriech durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriechst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Ah, man kann ihm Befehle geben. Das ist auch cool. So, jetzt macht er die Tür für uns auf. Gut gemacht. Guter Junge. In meine Hand. Los. Gnade! Gnade! Warte. Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Nein, die brennt. Die verbrennt. Nee, doch nicht. Das ist eh nur mit der Fackel. Ich dachte, die verbrennt jetzt die ganzen Büsche. Kommt mit. Ich glaube, das Spielprinzip ist auch nur so aufgebaut mit dem Schleichen und sowas alles. Und ich glaube, dass man weniger kämpfen muss. Einfach nur irgendwie entkommen. So, komm rüber, Junge. Warte, ich komme. Ja. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf. Mama. Nein, was ist los? Scheiße. Sag schon. Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen. Mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. An Wolken. Ein, aus. So ist es gut. Langsam. Mutter, wir müssen... Ein Ende kann ein Anfang sein, auch für dich. Neu bei RTL, Dr. Stefan. So besiegt man jede Krankheit übrigens. Ein- und ausatmen und dabei in Wolken denken. Weiter. Nur Mut, Liebling. Na, nur Mut. Mut. Gut, komm mit, Junge. Bitte nicht.
hier. Und kein Mucks. Folge mir. Leise. Sofort. Hopp. Warum hat sie das denn vorhin nicht gemacht? Bitte sehr, mein Junge. Gut, dann weiter. Mit Öko ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Echt? Na gut. Komm schnell. Nein, 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 nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, nichts. So, dann nehmen wir noch einen Topf. Ich habe ja vorhin einen mitgenommen. Zielen. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Was war denn das? Ich muss ihnen Bescheid geben. Psst, kommt her. Wir kommen. Los, los, los. Oh, die haben es geschafft. Gut. Mensch. Toppi, komm her, mein Junge. Ja, komm, schnell. Immer Mama hinterher. Alles gut. Wir schaffen das. Wir schaffen das. So. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Ja. Ja, wo, welches Gartentor meint sie denn? Warte mal. Achso, da hinten wahrscheinlich, oder? Oder meint sie das? Ne, da ist ein Brunnen. Kann nur das da vorne meinen, ne? Ich versuche das. Ach Mist, ich brauche einen Topf. Mensch, Mama, lass mich durch. Mama! Mama! Lass mich durch, danke. Hey, ich hab dann. Nee, warte. Ach, da. Hey, ich hab dann Topf hier aufgenommen. Hä? Okay, uns fehlt ein Topf. Ich habe meinen Topf nicht mehr. Geh schon. Ja, sicher. Na los. Na los. Jetzt. Ah, okay, alles klar. Ich verstehe. Wir müssen das auch noch mal machen. So, und sobald er sich umdreht, hauen wir auch ab. Ich dachte nämlich eigentlich, die Mutter nimmt den Hugo mit, aber... Noch immer nichts. Was zum Teufel ist denn hier los? Ich weiß es nicht. Schnell, 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 schnell. Oh, gerade so. Das war knapp. Oh, ihr lebt. Hier entlang. Hier entlang. Ach, guck mal. Folgt mir. Los, versteck dich. Schnell! Madame, Sie kommen. Alicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er half mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Doch, ich brauch dich. Ich brauch dich. Schnell jetzt! Folgt dem Fluss! Er führt euch zu Laurentius! Mutter, nein! Das war mal Mama. Hugo,
Komm mit, schnell! So. Ja, ja. Was ist los? Wo ist Mama? Einfach rennen, 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 Digga. Na. Die Erde steht. Amicia, der Boden bewegt sich. Lauf weiter. Der Boden bewegt sich? Was ist denn jetzt los? Runter, 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 rennen. Oh, 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 oh. Versuch einfach weiter zu rennen. Nein, Mama ist tot. Komm. Wo ist denn der scheiß Fluss? Wo sollen wir nur hin? Wo ist der Fluss? Ja, die Krake. Ey, wie viele, ne? Spring einfach in den Fluss. Tiefluft holen. Spring! Kapitel 2, die Fremden. Ich denke mal, dass es ein Kapitel aufgeteilt ist. Gleichzeitig ist es auch wahrscheinlich der Ladebildschirm. Liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hugo. Hugo? Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Ich glaube, das ist Mamas kleinste Sorge. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Warum fragt er mich eigentlich immer, ob ich die Cutscene überspringen will? Will ich doch gar nicht. So, suche Hilfe. Amicia, was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. So, das muss ich aber jetzt erstmal überprüfen. Das mache ich öfter mal. Okay, es gibt ein paar Effekte. Also, wenn es raufläuft, aber jetzt nicht im Boden einsinken oder so. Aber ist okay. Nur alle? Die Pest. Oh, ach, guck mal, eine Gans. Hugo, jetzt nicht. Die sehen nicht mehr so gut aus. Nicht anfassen, die sind alle verdorben. Na, guck aber doch mal. Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Echt mal. Rauch, da müssen eine Menge Leute sein. Oder es brennt einfach nur. Mädel. Ich glaube nicht, dass mehr so viele Menschen hier drin sein werden. Wartet doch, Madame. Was haben sie denn nur? Die waren ängstlich. Die Pest. Verzeiht, ich bin die Tochter von Signor Robert de Ruhn. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Hm. Aber die Stadt ist sehr schön gemacht, ne? Auch so die Atmosphäre. Jemand hier? Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier. Das Anwesen der de Ruhn wurde angegriffen. Ich flehe euch an. Bitte helft uns. Wo sind der Kleine? Was ist denn hier nur los? Glauben. Sie verstecken sich. Aber warum? Wir haben zu lange gewartet. Ich sagte dir doch, wir müssen weg. Und wo sollen wir hin? Da ist jemand. Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist. Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Na, wir sind ein bisschen Einsicht, das ist gut. Na, sag ja, das ist hier überall die Pest. Das Dorf ist verseucht. Ja. Darum verstecken sich alle. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Nee. Hört sich nicht nach einem Fest an. Ja. Wahrscheinlich verbrannte Menschen. Mein Gott.
Ja, sag ich ja. Die haben die Menschen verbrannt. Ach du Kacke. Ihr! Ich flehe euch an! Holt Hilfe! Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, wartet. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden? Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad Malfort gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Hä? Was hat er denn geraucht? Der ist ja völlig weg vom Bild. Okay, wir müssen wieder rennen. Was ist los, okay, wir sind ja eben erst weggerannt. Jetzt rennen wir wieder. Nein, doch. So wütend. Wollen sie uns auch verbrennen? Weil sie dumm sind. Muss ich hier lang? Ach, Kacke. Hier, los, rein da, schnell. Genau, mach die Tür zu. So. Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich ich nicht. Muss nur warten, warte. Bis sie sich zeigen. Dann schnapp ich sie mir. Was war das für ein Geräusch? Schnauze. Ein Schnauzegeräusch. Halt die Klappe. Geh lieber mal runter. Oh, er sieht uns. Sieht er uns? Los, Süßer. Komm, 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 komm. Schüch mich nicht an, Junge. Dem haben wir es gezeigt. Ja, eigentlich gar nicht. Aber okay. Nein! Nein! Scheiße. Komm, lauf so schnell du kannst. Nein, lauf, 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 Forest. Ja, rüber. Rüber, 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 rüber. Komm, 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 komm. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, weiter. Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Ja, wo, ja. Jetzt hier raus. Ich will raus. Doch hier. Ah. Los, schieben wir sie. Ja. Ach, okay, man muss. Ah. Man kann nur hoch und runter, nur mit der Kamera steuert man das dann so in etwa. Goodie. Wie gut. Jetzt rüber da. Oh, Junge. Ah, das hättest du aber auch schaffen können, Junge. Das war es ja wohl völlig. So, da sind nochmal Steine. Ah, Steine sind alles voll, okay. So, jetzt müssen wir irgendwie zum nächsten Eingang. Hier wird. Wären wir wahrscheinlich. Ne, warte mal, kann er hier? Nein. Okay, wir müssen hier irgendwie. Irgendwie. Ach, okay. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Ja, ja. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Ein bisschen. Das war laut. Schieben wir. Na gut. Ach, das ist ein Wagen. Okay, da sind Räder dran. Okay, es rastet alleine ein. Kletter hoch, ich helfe sehr gut. Dir. Weil es am Anfang erst so wirkt, als wenn es man das frei bewegen könnte, aber dann rastet es in so ein Muster ein, wo es dann stehen bleibt. Sehr cool. So, okay. Gut, wir haben es geschafft. Wir haben erstmal gespeichert. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Oh. Irgendwie ist er ja süß, ja? Fremdlinge! Oh nein, schnell, schnell! Nein! Oh, was ist das für eine doofe Oma? Du zuerst. Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Die sieht doch nicht sicher aus. Wir nehmen lieber hier den Weg. So. So, die denken wahrscheinlich, wir sind auf der Leiter geklettert, oder?